Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Tag 22, immer noch, ja, eigentlich die Nacht der Nachthorde, aber ja. Es ist sehr ruhig, muss ich sagen. Ich schaue mir jetzt mal eben kurz ein bisschen. Oh, ein bisschen Hirsch auf den Grill, damit ich immer zu futtern habe hier. Zwei sollten erstmal reichen. So, und wie ihr sehen könnt, habe ich schon mal ein bisschen vorbereitet. Ich mache gerade noch ein paar Concrete Mix. 222 haben wir jetzt. Das sollte erstmal für die nächsten Bauvorhaben locker ausreichen. Damit rein. Ich habe mir schon mal meine ganzen Samen, die ich habe, eingepackt. Und jetzt gehen wir mal oben ein bisschen Gartenarbeit machen. Reicht erstmal, damit wir ein bisschen was im Bauch haben hier. Moment, ich nehme noch mal ein paar Fackeln mit. Und so duster da draußen. Und Moment, bevor ich es vergesse. Hin und her und her und hin. Sticks, Ladders, genau. Ich muss mir nämlich noch ein paar Leitern erstellen. Provisorische, damit ich erstmal jetzt irgendwie auf die Mauer drauf komme. Die Antibiotika wirken. So, ich klatsche die erstmal da oben dran. Bisschen Licht haben hier. Ja, ihr seht, es ist immer noch der Mond. Wunderbarer Screenshot. Letzte hierher. So, dann wollen wir noch mal schauen. Das waren genau 8, wenn ich mich recht erinnere. Oh, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfekt. Dann fülle ich das schon mal mit Erde auf. Ich habe auch schon festgestellt, dass meine Erde nicht reichen wird, wenn ich die komplett hier reinmache. Warum, das seht ihr dann nachher, wenn ich das Feld pflüge. Und damit wir schon mal das erste Feld hier haben, sollte es alles reichen. Ich kann es euch kurz erklären. Das Problem ist halt, wenn wir pflügen und zwei Reihen haben, wird eine Reihe gepflügt, die andere Reihe kann man halt nichts aufbauen. Deswegen brauche ich eigentlich noch doppelt so viel Erde. Aber das sehen wir gleich. So, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, das heißt, da werde ich pflügen. Da kann ich nicht pflügen. Da werde ich pflügen. 2, 3, 4 und der ist dann wieder leer. Mal am besten meine Gardening Hoe zeigen, was ich meine. Jetzt halt noch ein paar Sticks hier für mehr Leitern. Kann ich immer gebrauchen. Gucken, wo ich das Ding hingelegt habe. Wenn ich denn überhaupt schon eine hatte. Nee, also ich habe mir klein gemacht, dann die. Zack, Baby. Zurück. So, dann Leitern. Ja, reicht erstmal. Na komm. Mit Vergessen und rechter Maustaste pflügt er. Drei, vier, fünf, sechs,
7 und Nummer 8. Scheiße. Fliegen wir nochmal drüber, um sicher zu gehen, dass wir alles haben. Da. So, wenn ich jetzt hingehen würde und den zweite Reihe direkt flüge, dann passiert Folgendes. Ändert sich so. Das heißt, das ganze Ding verschiebt sich nach hier. Das bringt uns nichts. Deswegen lassen wir die Reihe aus und flügen hier weiter. Dann gibt es gleich auch ein sinniges Gesamtbild. Wenn ich dann hier mal zuhauen würde, jawohl. Ah, früher ging das echt schneller. Bei eben schnellen Feld anlegen ist nicht mehr. So, jetzt haben wir zwei Reihen. Eine Reihe, zwei Reihe. Wir können schon mal 16 Samen insgesamt in die Erde hauen und den Anfang machen unsere Kartoffeln. Sieben und Nummer 8. Dann haben wir noch den okay, Mais. Den schwach auf der Brust. Ich möchte es nachher so haben, dass jede Sorte ein eigenes Feld bekommt. Das wird ja 32 insgesamt groß. Und wenn wir nachher genug Kartoffeln haben, genug Kaffee und so weiter, dann wird das alles Mais werden, woraus wir dann nachher Sprit herstellen können. Weil Sprit werden wir brauchen, unsere weiteren Bergbauarbeiten und so weiter. So, mache ich hier nochmal eine Abgrenzung. Für Feld Nummer 2. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Dafür werde ich gleich die Leitern dran machen hier. Voll. Jetzt muss man eben gucken. Bis hierhin geht das Feld, ne? Hier geflügt. Hin geht's. Okay, dann mache ich hier mal die Leitern hin. Also jetzt können wir schön da oben drauf gehen. So, ich hatte jetzt auf dem Multiplayer-Server habe ich jetzt das Problem gehabt. Ich bin hier rumgelaufen und irgendwann sind diese Dinge einfach weggefallen. Deswegen renne ich jetzt einmal rüber. Fall runter. Sehr gut. Und zu gucken, ob die wirklich fest sind. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Dass die mir einfach abgehauen sind da. Und wir haben doch hier unten haben wir doch noch Clay. Vielleicht sind da noch ein paar Maispflanzen. Nö. Mal was anlocken. Ja, da kommt was. Na, komm. Trevor versenkt. Ja, es sieht noch ein bisschen an der Baustelle aus, aber die Grundstruktur ist schon mal zu erkennen. Sag rein in den Garten. Mach ich mal eben hier fertig, so da, dann ist hier wieder. Nummer 8. So. Leer und hier nochmal ein. Komm. Und 8. Perfekt. Ihr seht, hier haben wir auch Erde hingelegt, aber da können wir nichts anpflanzen. Zumindest wüsste ich es nicht. Kannst du nochmal testen bei Gelegenheit? Wieso ist denn hier hinten nichts? Oh oh. Irgendwas ist hier schief. Nachbuddeln. Was haben wir denn da? Was bist du? Erde. 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 Hm, komisch. Ein paar Maispflanzen, Kaffeepflanzen
versaut hier. Warum? Okay, ich werde es rauskriegen. Die eine Kaffeebohne lasse ich nochmal drin. Einfach nur zur Abgrenzung kommen jetzt nochmal Woodframes rein. Ja, mein Aufgang. Zur Mauer. Hier. Vielleicht machen wir drüben gleich auch nochmal. Wenn ich mal genug Gravel über habe, dann kann ich die Frames dann auch durch Gravel ersetzen. So viel Schuhigarten hier. Und da noch. Super. Gut, dann hebe ich das nochmal eben aus. Rest in peace, Rabbit. Und dann haben wir auch direkt ganz viel Sand für Gläser. So, das hier auch noch weg. Gartenarbeit macht Spaß. Mitten in der Nacht. Ist ja gleich schon wieder Tag. Der Burghof hier. Und zwei noch und ready. Dann Erde rein. Sieht aber auch gut aus, ne? Müssen noch die Option geben, eine ganze Fläche zu füllen. So, dann brauchen wir weiterhin viel, viel Eisen. Für unsere Garage, die ich dann von dem Berg unterirdisch hier reinbauen werde. 4, 5, 6. So. Irgendwas fällt nochmal eben. Vielleicht würde meine Maustaste klicken. Ich hämmer da jetzt drauf. Und. Das Blöde ist, die Strukturen werden hier nicht immer übernommen. Das heißt, es ist geflügt, aber es sieht nach Sand aus. Das war auch das Problem, was ich hier gerade hatte. Vielleicht müsste ich unter der Mauer den Sand noch wegnehmen. Muss ich mal gucken. So sieht es echt komisch aus. Ich meine, Hauptsache es wächst. So, den frei und den wieder dabei. Ups. Fahre ich gleich mal mit dem Moped los und noch mal ein bisschen Mais. Den haben wir, den frei und der wird wieder gemacht. Also warum ich diese 8 Reihen mache, hatte ich ja schon erklärt. Aus einer Pflanze kriegt man immer 4 Samen raus und geht einfach gerade auf dann. Also ich muss eigentlich, wenn ich hier 4 Sorten anpflanzen will, immer nur 32 Samen machen. 8, 16, 24, 32 und habe dann alles parat. Gut, dann gucke ich mal eben nach Mais.
Und da schon mal ein bisschen was anpflanzen. Ja. Wollen wir mal nach Mais gucken gehen. Nein, da gucken wir uns mal direkt diese komischen Formationen an. Hier, also das hier unten. Was auch immer das ist. Das scheint echt nur irgendein Muster zu sein. Ah, guck mal. Mais. Ganz viel Mais. So, 6 mal 4 sind 24. Da brauchen wir noch ein bisschen was. 8. 32. Da haben wir genau ein Feld jetzt voll. Schon praktisch so ein Bike, muss ich sagen. Macht schon echt Bock. So, und dann vorausschauen für die nächsten Folgen. Garageneinfahrt. Also von der anderen Seite ist klar, da ist ja der Berg. Vielleicht mache ich dann hier noch eine Einfahrt. Eine Rampe runter. Am besten von jeder Seite, ne? Dass ich von allen Seiten reinfahren kann. Was bei Space Engineers ja so geil, da kann man so automatisch Tore machen und so, das ist richtig cool. Aber von hier, da wird es dann wirklich so sein, da ist ein Loch, da kann ich durchfahren und bin direkt in der Garage. Muss nur schauen, dass ich tief genug buddel. Ausdenken, das nervt nämlich. So, 32 Maissamen. Perfekt. Und? 8. Na komm. Tada! Ja, sieht ein bisschen nach Kraut und Rüben aus hier drüben. Also. Ah, wird irgendwie. Ach, deswegen, weil ich hier unten die Woodframes drin habe und hier ist noch Erde dahinter. Deswegen verbindet er die Voxel so komisch. Naja, es hat nur ein leichter optischer Klatsch. So, hier mache ich auch noch ein Feld hin. Und hier drüben auch. Dann haben wir 4 Felder insgesamt. 128 Felder und das sollte ja dann reichen. Ja. Das kann ich wegnehmen. Oh, fangen wir direkt wieder hier an, ne? Sagen. 5, 6, 7, 8. Okay, und bei der 9. Wand, hier ist die Abgrenzung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Gut, fast in einer Flucht. Das ist schade, dass der Ausgang nicht da ist. Muss man noch ändern. Zur Not. Okay, hier ist die Mitte. Ich die Mitte nochmal eben schnell. Damit ich weiß, wo ich spielen kann. Oder mein Rest auch noch aus. Irgendwie aufpassen hier. Hier. Der muss aber auch noch weg hier, ne?
Was ist der letzte? Erstmal rausholen das Zeug und dann gucken wir. Schon wieder keine Energie mehr, der Kollege hier. Ein bisschen rumschaufeln, also ehrlich. Geht mit dir, Mann! Das heißt, ich brauche jetzt nochmal 101 Erde. Nur 128 haben. Damit ich die beiden Felder noch bestücken kann. Das mache ich aber off-camera nochmal an der altbekannten Stelle. Müsst ihr nicht unbedingt zuschauen, wenn ich hier 128 mal in den Felsen, in den Berg reinkloppe. Ist ja auch langweilig. So, Dolle. Passt das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfekt. Erde, 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 Erde. Hab ich hier meinen Sand. So, sollte passen. Kommt hier die Erde rein. Und alles ist gut. Abgrenzen und dann machen wir hier nochmal. Sieben. Jetzt habe ich hinten die Markierung vergessen. Hier. Das dient jetzt nur als Platzhalter. Ich brauche auch noch mehr Bäume. Ach, wer hätte das gedacht? Ja, jetzt guck mal, die Baumfarm hätte ich jetzt auch schon mal anpflanzen können hier. Na gut. Hole ich gleich nach, wenn ich Erde holen gehe. Ich glaube nämlich nicht, dass die im Sand wachsen. Ich werde mal einen testen hier. Einen Sämling und dann... So. Haben es fast. Drei Stück. Eins, zwei, drei, okay, vier, fünf, sechs. Supi. Dann brauchen wir noch ein bisschen Erde. Mal passt. So. Drei, vier, fünf, sechs, acht. Durchgezogen. Perfekt. Genau das gleiche. Der Rest bleibt so, wie es ist. Ich mache vielleicht hier noch ja, Holz hin oder irgendeinen anderen Boden. Muss ich mal schauen. Ich mir mit Sand auf. Da noch ein und hier noch ein. Sieht doch gut aus. Die Ecke habe ich vergessen. Die Ecke. Zack. Ja, diese hässlichen Holzbäle hier, die kann ich auch nochmal wegmachen. Die geben sogar gar nichts. Aber toll. Vielleicht mal so ein bisschen Wood Debris. Aber nix hier. Und dann weg mit dem Mist. Was haben wir jetzt? Also noch welche. Liegt auch noch ein bisschen Holz am Boden. Gut. Ja, meine Lieben, das war's erstmal. Garten ist halb fertig. Und der Rest wird sich zeigen. Bis dahin, ich guck noch eben. Das sieht immer so blöd aus hier mit dem Zeug. Ich mache da echt Woodframes rein, dann ist das ein bisschen abgegrenzter. Und ja, in der nächsten Folge werden wir den Garten noch vervollständigen, die restliche Erde auffüllen und dann peu à peu jede Folge mal ein bisschen mehr anpflanzen, wenn wir dann geerntet haben.
Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann wird hier auf dieser Ecke, auf diesem Ding, wird dann ein Turm hochgezogen. Ein Kill-Sniper-Turm nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und muss ein bisschen höher werden als die Laterne. Im leichten Überhang. Dann können wir direkt von unten von der Base auf den Turm drauf und hier unten auch direkt in den Garten. Von dieser Seite ebenso. Ja, und dann irgendwann kommt dann noch Projekt Garage, die dann unter dem Bunker sein wird. Hier schon mal schön reinfahren kann. Ich glaube, ich mache von jeder Seite dann eine Zufahrt. Muss mal gucken. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Sage bis zur nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar oder ein Abo. Oder ja, auch eine private Nachricht geht auch. Ich versuche darauf zu antworten, wenn ich sie denn sehe. YouTube ist da ein bisschen blöd. Und ja, macht's gut. Bis morgen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.